Es ist generell betriebsam, ja? Also die sind jetzt nicht alle irgendwie im Grunde raus. Nee, nee, die sind also gerade die Leute, die zu eurer Linken sitzen, vor dem großen Loch, was so ein kleines Geländer hat, also man so auf Kniehöhe etwas, hilft halt nicht wirklich. Und von unten könnt ihr dann das infernalische Gebell von einer wütenden Meute Hunde hören. Und ja, kleine Münzbeträge, die dann von der einen zur anderen Seite rüber geschnipst werden und irgendwelche Wetten, die da wohl während des Kampfes dann abgehalten werden. Captain, haben wir ein paar Minuten, um uns die Hunde anzusehen? Dafür. Ihr euch die Hunde an, ich lasse. Jemanden wissen, dass Solonna weiter sagen soll, dass wir hier sind. Gut. Schauen wir mal, was es mit dieser Grube auf sich hat. Und dann gehe ich auf Hunde wetten. Da ich keine Ahnung von Hundekämpfen habe, wird es keine sehr geschickte Angelegenheit, aber man muss. Ja, also es sind auf alle Fälle irgendwelche Bluthunde, vielleicht aus Wehrheim, vielleicht aus, naja gut, du kennst dich halt wirklich nicht so mit Hunderassen aus, also höchstwahrscheinlich Wehrheimer Bluthunde, die sich da gegenseitig angehen, teilweise im Kreis umeinander herum, hecheln. Sie bluten aus verschiedensten Wunden und es ist ein wirklich grausamer Anblick, vor allem wenn du dann die Spuren daneben auch erblickst, wenn du dann die Grube runterguckst und da wohl auch noch andere ja, Fellbüschel liegen. Widerlich. Ja, ich suche mir einen raus, der sympathisch aussieht und wette ein paar Münzen auf den. Und wenn er gewinnt, darf er sogar das Stück Fleisch haben, das ich ihm dann zuwerfe. Oder sein Besitzer, je nachdem. Gewinne ich denn? Würfel mal auf Plus minus. Tierkunde. Ja, das ist eine Idee. Tierkunde. So, haben wir alle Token? Ja. Es ist nicht gelungen. 6 Punkte. Ich würfel mal mit meiner Tierkunde dagegen. Es könnte sogar auch eine Abrichtenprobe sein. Ich glaube, das hast du sogar besser, ne? Abbrechen habe ich viel besser, ja. Aber ich denke nicht, dass das hier zählt, denn ich möchte ja. Ich habe. Ich Doch, glaube klar, nicht. Theorie, Abrichtenprobe. Du möchtest ja das Tier auf seine Kampffähigkeit Ja, einschätzen, also schon abbrechen. du siehst schon, es ist eines der stärkeren Tiere und die anderen unterliegen dem wohl. Und nach einiger Zeit werden die Hundekämpfe dann noch abgebrochen, bevor dann da irgendwie Gliedmaßen abgerissen werden. Und von unten kannst du sehen, wie verschiedene andere Leute dann herantreten, wie die Bestienzwinger und dann mit langen Ketten versuchen zu ziehen, sie wieder in verschiedene Richtungen und dann mit Tritten wieder in irgendeinen Raum geprügelt werden, sodass sie dann verschwinden und das Gebell wird dann noch ein bisschen leiser, sodass sich die dann ausruhen können. Und ja, nach einiger Zeit kommt dann auch irgendwie so ein Pirat auf dich zu. Ja, sehr gut, 2 Kupfer gewonnen. Seht ihr? Hervorragend. Oh, ich streiche die 2 Kupfer ein und gehe ein grinsend Zabel mir zurück. So, Ketten. Und seid jetzt glücklicher? Nun, ein wenig. Ihr habt einen seltsamen Sinn für Humor. Es geht nicht um den Hundekampf, das ist eigentlich sehr schrecklich, wenn ihr genauer hinseht. Es geht ums Prinzip. Würdet ihr auch auf Menschen wetten, wenn die unten kämpfen würden? Nun, genau das haben wir dann einfach getan, oder? Nun, ich muss sagen, solange Menschen freiwillig sich einander solche Dinge antun, ist es mir wesentlich lieber, als wenn sie es unschuldige Tiere an ihrer Stelle tun lassen. Und wenn ihr euch entsinnt, genau dasselbe haben wir in Medina getan. Und in Fasar. Ich denke nicht, dass jetzt noch der Zeitpunkt ist, um moralische Bedenken, was Gladiatorenkämpfe gleich welcher Rasse angeht, anzumelden. Ist ein Unterschied, ob sie es freiwillig tun oder nicht. Aber lassen wir das. Es sind Naja, das Bluthunde, aber Gleiche. mir. Es liegt in ihrer Natur. Das könnte man auch über den Schlinger sagen. Das ist wahr. Hey, du! Man tritt auf Yharnam heran. Spielst du eine Runde mit? Würfeln. Du siehst aus, als ob du dich für Wetten interessierst. Ich guck zu Abelmir. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Wir spielen Große Flut mit der Spezialisierung Gareth Brent. Aber sicher doch. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber gerade Print klingt unentschuldigt. Ich gebe Abelmir meine Geldbörse. Ich fische da irgendwie eine Handvoll Kleingeld raus und gebe ihm den Rest hier. Verrat das für mich, ja? Nun gut. Was ist dein Lieblingselement? Ja, Feuer! man zieht dich so ein bisschen an. Sehr gut, Feuer, Feuer.
Erz. Ja, und schon liegen irgendwie ein, zwei Silbertaler vor dir auf dem Tisch und die ersten Runden werden gespielt. Große Flut. Neben den üblichen Knöcheln mit Zahlen sind auch Knöchel mit sechs Elementen weit verbreitet. Das heißt, du würfelst einfach nicht mit Zahlen würfelt, sondern mit Elementwürfeln. Und ja, wie gesagt, man spielt die Variante Gareth brennt. Das heißt, Feuer und Holz sind gut und Wasser ist dann dementsprechend nicht so gut. Dementsprechend kannst du mal auf Brett- und Kartenspiel würfeln. Ich muss gerade nur schauen. Ah, das ist ein Wissenstalent, deswegen finde ich es nicht. Ich bin sehr schlecht im Du kannst auch, es gibt ein eigenes Talent dafür, ne? Betrügen, wie hieß das? Es gibt Falschspiel. Falschspiel, genau. Ja, aber ich will nicht. Ich meine, mir ist auch egal, ob ich hier gewinne. Also ich gebe natürlich mein Bestes. Ja, Aber im Grunde, egal ob ich gewinne oder verliere, ich spiele hier, bis entweder Diamantis mich holen kommt, weil er Lolana gefunden hat, oder bis das ganze Geld verzockt ist. Ja, du hast wahrscheinlich die Regeln verstanden. Irgendwann merkst du dann auch, dass die Regeln gewechselt werden und man spielt dann Schiffkapitän Mannschaft. Aber du verlierst bei jedem einzelnen Einsatz. Du weißt nicht genau, ob das jetzt fair oder unfair war, aber die sind gut. Die machen auch Spaß, die Jungs. Ich werde zwischendrin einfach versuchen, ein bisschen über die Stadt zu reden, einfach versuchen, interessante Dinge herauszufinden. Also vermutlich größtenteils passiv, weil die natürlich ihren Mund laufen lassen. Und dann einfach hier und da gezielte Nachfragen stellen. Ja. Im Sinne von, den kann ich ja gar nicht, was ist denn das schon wieder? Und so weiter und so fort. Jo, alles klar. Achso, Moment, Konrach ist gar nicht da. 1, 2, 3, 4, 5, genau, Boltax ist nicht da. Boltax ist an Bord geblieben. Das bewacht das Schiff. Diamantis tritt an Estelia La Lema ran. Ja, und Diamantis tritt an den Tresen. Lehnt sich an den Tresen. Ich suche jemanden, der Lolana darüber informiert, dass seine Freunde aus Al-Anfa da ist. So, sagt ihm, Kugris hat uns geschickt. Er weiß, wer gemeint ist. Und ihr seid Freunde von Lolana? Ich lasse ein Oreal über die gleiten. Noch nicht, aber das kommt noch. Tja, na gut, mir soll's gleich sein. Ihr seht zwar nicht so aus, aber ich kann ihm Bescheid sagen. Moment. Und sie streicht den Oreal ein und tritt dann von dem Tresen zurück in den hinteren Teil des Schankraums und verschwindet dann hinter einer Tür. Es dauert. Ja, ich werfe noch einen Blick hinterher und sehe, ob da ein Raum hinter ist oder nicht und sehe dann nur den Gang, wo sie hinter verschwindet. Ja, neben dir siehst du einen schweinsnasigen Piraten, der dir auf die Brust tippt. Du gefällst ihm nicht. Und mir gefällst du auch nicht. Redest du mit mir? Wirklich? Natürlich. Red mal lieber einen Schritt von mir weg. Dein Gestank gefällt mir nicht. Hast du mich gerade beleidigt? Ja, ich hol mal ganz langsam meine Balestrina raus und leg sie vor mir auf den Tresen. Das hättest du nicht tun sollen. Jetzt bist du unbewaffnet. Ich bin immer bewaffnet. Willst du es drauf anlegen? Schnell ziehen, Balestrina, Schuss. Würfel meine Intuitionsprobe. Natürlich kriegst du. 1. Wow. Ja, schnell ziehen und selber schießen. Bestätigungswurf, kritischer Erfolg, du hast es sogar bestätigt. Du kannst ihn im Prinzip auch entwaffnen. Er zieht schnell ziehen seine Balestrina, richtet sie direkt auf deinen Bauch und bevor es klickt, könntest du sie haben. Ja, dann nehme ich sie mir aus der Hand, denn so etwas habe ich natürlich schon erwartet, nachdem ich die Balestrina an seiner Seite gesehen habe. Haue einmal gegen seinen Arm gelenkt, er lässt die Balestrina los, ich fange sie, drehe sie um und auf einmal hat er sie direkt vor seinem Bauch. Drückst du ab? Nein, ich drücke nicht ab. Oder warte, drücke ich ab? Sekunde, da muss ich kurz auf was würfeln. Also du siehst, wie er sonst reagiert. Also dann würfelt er eine Raufenattacke, um das wiederzukriegen. Also ich lasse jetzt mal keine Initiative würfeln, aber... Ja, nee, ich drücke nicht ab, aber ich habe meinen Standpunkt klar gemacht. Wenn er mich jetzt angreift, dann werde ich ihm auch im Raufen zurück angreifen, aber ich schieße jetzt nicht auf ihn. Das könnte nämlich einen Tumult auslösen. Ich würfel mal jetzt so eine Probe. 11. Er könnte sich zurückhalten, aber er will nicht. Er ist auf Streit aus, deswegen hat er dir auf den Bauch getippt. Du siehst, wie sein anderer Kumpane hinter ihm zieht wohl ebenso seine Balestrina und er gewürfelt auf Raufen. Dann gib mir jetzt mal Initiative. Das könnte jetzt so oder so einfach ein Handgemenge auslösen. Ich muss gerade mal gucken, was das Piratengesindel an... Piraten... In Al-Anfa. Ja, die werden wohl wahrscheinlich nicht über die 22 kommen. Das muss ich jetzt gerade gucken. Natürlich, ich habe die Intuition nicht eingetragen. Ich sag mal eine 16 Basis.
Plus 6, dann hat er auch die 22. Dann sind wir gleichzeitig, aber weil du da. Nee, weil ich die höhere. Nee, du hast ich die höhere. Ich bin mir sicher, Diamantis hat die höhere G. Du hast die höhere, Basisinitiative. Genau, dann fang an. Also er würfelt raufen und möchte dich entwaffnen, der andere macht schnell ziehen und schießt ebenso. Ja, dann ziehe ich meine Bestrina knapp über seine Schulter, und schieße auf den Hintermann, der auf mich schießen möchte. Clever, dann tu es. Entfernung 1,5 Meter oder sowas. Ja, ich habe leider nur eine Aktion, weil ich noch eine Reaktion haben möchte. Oder? Nee, kriege ich nicht durch. Okay. Ja, dann werde ich normal einen Schuss machen. Was ist denn das? Aus. Oh, Junge. Ja, hättest du nicht eine Ansage machen können? Nein, hätte ich nicht, weil ich dafür eine zusätzliche Aktion aufwenden hätte müssen. Ja, trotzdem okay. Schaden. So. Da kommen zwei Punkte Schaden. Von ab, weil meine zusätzlich, also ein Bolzenballestrina ist. Ja, das heißt, aber zwei Schaden mehr, weil Abstand, ne? 1,5 Meter? Ja, genau. Zwei Schaden mehr, das heißt, der Wurf ist richtig. Das sind 18 Schaden. Genau. Und zwar... Wow. Alter. 18 mal 2 sind 36. Sein Kopf explodiert in einem feinen Sprühnebel. Und ja, der andere hatte schon angesagt, der macht tatsächlich eine Attacke und schlägt dir in den Bauch. Ja, dann, ja klar kann ich das parieren und das tue ich auch. Ich reiße die Balestrina, die ich von ihm habe, da ich die in der Hand habe, hoch und halte sie gegen seinen Schlag, dass dieser kurz vor mir abgleitet. Ich würfel mal 2W6, weil die haben einen hohen Bruchfaktor. Und mit 9 ist seine Balestrina dann tatsächlich zerbrochen. Ja, eine Aktion hat er noch. Er würde gerne fliehen. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich Passier schlagen. Ja, ich greife auf den Tisch, wo meine Balestrina liegt, und schieße ihm von hinten in den Rücken, denn meine Rachsuchtprobe ist gelungen. Ja, sehr gut. Dann irgendwie Entfernung, also ich muss gerade mal gucken. Freie Aktion müsstest du ja noch haben, weil du 3 freie Aktionen hast. Ja, ich habe 3 freie Aktionen. Schnellziehen ist aber... Habe ich auch. Ja, aber das ist trotzdem eine ganze Aktion, die du hast. Ne? Du hast ja nur 2 Aktionen. Ist in Ordnung. Wie weit ist es denn hier beispielsweise 1 zu 10. 1 zu 10? Ja, dann kann er von mir aus auch bis zur nächsten Tür kommen, denn ich nehme in der nächsten Kampfrunde meine beiden Aktionen, um einen gezielten Schuss Meter? Zu sagen. 10 Meter Entfernung? 10 Meter. Sagen wir keinen gezielten Schuss, sondern einen Schuss mit Ansage. Und ich sage eine zusätzliche Ansage von 10 an. Den Rücken, das ist erleichtert um 5. Ich würfel einfach mal, vielleicht müssen wir ja gar nicht rechnen. Nee, wir müssen nicht rechnen. Ja, Schaden. 19 Schaden. In den Arm. Ja, damit. Das dürften 2 Runden sein. Damit fällt er um, torkelt gegen die Tür gegen und schlägt sich so ein bisschen seinen Schädel ein. Fängt dann an, so ein bisschen blutend und wimmernd am Rücken zu liegen. Und schreit dann so seine Knie ein bisschen ran. Und kann doch einer von den Piraten, die gerade bei Jalan am Tisch sitzen, tritt dann heran. Halt die Schnauze! Wär mal leise! Und tritt ihn dann noch einmal. Boom! Mann, ich hab grad eine Straße, komm wieder ran! Udemy neigt den Kopf zu Rafim hinüber. Das gehört hier noch zum guten Ton, oder? Du merkst, wie Rafim gerade in seiner Tasche kramt und seinen Schlagring auf die Hand zieht, was? Alles in Ordnung. Oh, gut, ich hab mir schon Sorgen gemacht. Habt ihr euren Schlagring auch schon bereit? Ich besitze keinen Schlagring, aber ich könnte jemanden treten, wenn sie mir zu nahe kommen. Nein, ich kaufe euch einen Schlagring. Ja, neben dir taucht wieder der Kopf von einem anderen Piraten auf, lag wohl irgendwie gerade auf dem Tresen. Nicht so laut, das hat voll wehgetan im Ohr, es klingelt alles. Ja, den ignoriere ich. Noch irgendwer, der sich mir in den Weg stellen möchte? Ja, demonstrativ werden die Köpfe wieder rumgeruckt und alle spielen wohl weiter mit Karten. Dachte ich mir. Ja, dann nehme ich jetzt das Bier, das vor dem Typen stand, den ich gerade erschossen habe. Den Schuss hat man bis unten gehört. Kannst du die Scheiße bitte noch wegräumen? Schleif hier mal bitte nach draußen, sie deutet auf die Tür. Und dann könnt ihr nach unten gehen.
Ja. Dann muss man sein eigener, dann muss man den Dreck auch noch selber wegmachen. Ja, scheiße. Natürlich. Glaubst du, dass es. Oder sie hält die Hand auf? Nein, nein, ich schleife ihn ja schon weg. Ja, aber ein bisschen zackig. Wenn einfach draußen vor die Straße? In den Hinterhof. Ja, nicht, dass er mir auf das Parkett blutet. Genervt werfe ich mir den über die Schulter. Nicht mit so einem Augenrollen, ja? Laufe dann nochmal an den anderen mit dem. Ja, oder hinten durch. Ja, stimmt, ja, genau. Sie hatte gesagt, hinten raus. Ne, hat auf die Tür gedeutet, dann kannst du dann nach draußen treten. Und siehst da dann, da liegen wohl noch irgendwie zwei Reisbauern in ihrer wohl Pissepfütze oder sowas, meinst du? Liegen da wohl irgendwie rum, kannst du dann einfach dann die Treppe runterwerfen und dann wieder nach drin. Hey, ja, wir können runter, sagt Diamantis, wenn er wieder zu euch kommt. Er wartet auf uns. Oh, schade. Ich glaube, ihr habt Eindruck gemacht, Diamantis. Lasst uns Jalan noch aufsammeln. Seht ihr? 2, 4, 5, 6, 8. Fertig! Ja, Lan, mitkommen. Aber Rafim, ich habe gerade eine elementare Zitadelle. Ja, das ist mir unfassbar scheißegal. Na gut, meine Herren. Ich hebe mich, streiche meine Gewinne ein, so schön ins vorgezogene Hemd. Ja, du hast drei Silber verloren und jetzt gerade auf dem letzten Moment so 2 Kupfergewinn gemacht. Richtig, ja, das ist vermutlich irgendwie eine enorme Menge an Eisenkreuzern einfach, die hier rumliegen. Ja, genau, das fühlt sich halt gut an, ne, man weiß das schon so richtig gut, so, man hat jetzt wieder den Beutel voller Gold. Naja, nicht Gold, Geld. Ja, Metall halt. Gut, ich verbuche dies als Dienst deiner Gottheit und gehe fröhlich pfeifend darauf hin. Bevor ich hinterhergehe, trete ich nochmal an den Piraten ran und ziehe ihn meinen Bolzen aus den Armen, weil ich den wieder haben möchte. Kannst du den wieder bergen? Die Chance, dass er bricht, ist 1 in 6. Ja, dann würfeln wir mal. Ich würfel dir mal einen W6. Genau. Sonst habe ich da einen. Ja, ich schau mir den Bolzen noch einmal und denke dann, ja, der geht noch und packe ihn mir wieder an den Gürtel. Ja, okay. Und während ihr euch dann wieder so ein bisschen sammelt, Diamantis seinen Bolzen nochmal vom Blut reinigt, dann wahrscheinlich der Kleidung von dem Piraten, der da jetzt so ohnmächtig liegt, weil er, wie gesagt, zusammengetreten wurde, da könnt ihr sehen, wie die Tür ein weiteres Mal aufgeht und abgehetzt Boltax in der Tür steht. Oh, gut, dass ich euch sehe. Oh je, wo sind wir denn hier gelandet? Ist es alles so verwirrend? Ja, Jalan. Sollst du nicht auf das Schiff aufpassen? Ich habe auf das Schiff aufgepasst und dann sind mir Dinge dazwischen gekommen. Da war so ein Mann, der hat mich etwas Wichtiges gefragt und dann musste ich erstmal darüber nachdenken. Und dann wollte ich jemand anderen fragen und dann hatte ich mich umgedreht und irgendwie hatte ich mich dann verlaufen. Und wer passt jetzt auf das Schiff auf? Angoshminia, die ist doch bestimmt noch auf dem Schiff. Ah, und die ist eine vertrauenswürdige Person. Hier, ja, euer Geldbeutel. Oh, danke. Oh, was habt ihr denn Schönes gespielt? Gareth brennt. Ah, das klingt nicht so schön. Es ist nicht so. Die Regeln sind noch viel grausamer als das eigentliche Ereignis, glaubt mir. Ich weiß nicht, wie sie sich ausgedacht hat, aber er muss betrunken gewesen sein. Oh, aber das hätte euch gefallen, Boltax. Es waren so kleine Elementsymbole auf den Würfeln, habe ich gesehen. Oh, das klingt in der Tat spannend. Jalan, ihr müsst mir unbedingt erzählen, wie dieses Spiel funktioniert, auch wenn es grausig klingt. Nun, sicherlich später. Ja, ich glaube, wir sollten unseren Gastgeber nicht länger warten lassen. Ich glaube, es war ursprünglich dafür gedacht, mit einem Inra-Blatt gespielt zu werden. Nun, geht doch voran. Ja, so könnt ihr dem Zeigefinger von Estelia Lamela folgen, die dann auf die Treppe nach unten deutet. Und wenn ihr dort einmal die Treppe nach unten geht, könnt ihr tatsächlich sehen, wie hier viele weitere Piraten auf euch warten. Allerdings sieht es etwas gesitteter aus. Und hier ist von den Zerstörungen oben weniger zu erkennen. Die Leute sehen auch wesentlich gestandener aus. Allesamt wettergegerbte Haut, gut ausgestattete Balestrinas, Peitschen an ihrer Seite, gute Säbel. Und die Aura eines Mannes, der mit dem Rücken zu euch sitzt, ist wahrlich spürbar. Neben ihm könnt ihr auch noch die Gewandung eines Alanfana Schwarzmagiers erkennen, der dort vorne sitzt und auf die Hundekampfarena blickt, die zwar noch blutig verklebt ist, allerdings mittlerweile leer.
Nun, ihr wollt mit ihm sprechen, dann sprecht mit ihm. Ist er der Captain? Vielleicht besser, wenn er sich hier zurückhält. Stimmt. Stimmt. Ja, so könnt ihr an ihn herantreten und auf das künstliche Hüsteln von Diamantis blickt er nur einen Millimeter über seine Schulter, sodass ihr seine Augen noch nicht richtig erkennen könnt. Aber diese Aura, sie ist so, es ist kein Gestank, die von ihm ausgeht, aber er riecht einfach nach Wind und Wasser. Nach Salzwasser. Er riecht einfach nach dem Meer. Was? Adi. Kämpfe sind vorbei, die Hundearena sind leer, sollen wir vielleicht später wiederkommen? Wir haben noch mehr Hunde, keine Sorge. Gut, den einen Kampf habe ich leider verpasst. Stellt euch das vor. Er deutet dabei mit seinem Zeigefinger in Richtung der Arena. Dass wir uns dahin positionieren sollen, oder? Ganz so sieht's aus, ja. Alle? Ja, dann laufe ich einfach und stelle mich vor die Arena, direkt vor ihm. Beschränke meine Arme hinterm Rücken. Er nickt noch einmal mit seinem Kopf in Richtung der Mitte der Arena. Das soll doch ein Scherz sein, oder? Sehe ich so aus, als ob ich Späße mache. Unterricht steigen in die Grube. Muss da schon zwei der Piraten oben erschießen, weil sie mich an... Ja, ich schaue noch einmal genervt zu Jala an, werfe dann aber das eine Bein über das Gitter und lass mich in die Arena runterfallen. Ja, blickst dich noch ein bisschen um, stehst also ein bisschen unschlüssig und blickst dann in die kaltherzigen Augen von Dagon Lunluna. Seine Präsenz war auch in der Landfahrt zu spüren. Du kennst natürlich die Schauergeschichten, er ist einer der blutigsten Piraten, die es gibt. Hat natürlich auch viele, viele Erzfeinde, verhasst in allen Häfen, teilweise auch in der Landfahr. Und das Einzige, was ihn irgendwie wohl duldet, ist Charypso. Du bist also mutig genug, um zu sprechen, ja. Dein Chef? Der Chef, mit dem ich segel, das wohl. Name? Die mondsilberne Drachentöter. Noch nie von ihr gehört. Ist auch eher an der Ostküste unterwegs. Zum ersten Mal hier unten im Süden. Glaubst du, dass ich die Ostküste nicht befahre? Und es gibt nur wenige, die blutige See befahren. Die giftgrünen Segel habe ich dort noch nicht gesehen, aber... Wenn du mir sagst, dass du auch diese befährst, dann glaube ich dir das wohl. Kannst du ja mal Kunchum fragen, was sie von meiner Glutherz halten. Und Lolana, da du offensichtlich nicht weißt, wer du bist, hat... Kapitän Dagon. Kapitän Dagon. Hat Kugris dich wohl nicht über unseren Namen informiert? Kugris hat mir geschrieben, ei. Also weißt du, wen du hier erwartest? Tja. Ihr wurdet beschrieben. Wir sind hier, und da du als nomineller Anführer und Sprecher der schwarzen des Bundes der Schwarzen Schlange wohl der Ansprechpartner für unser Vorhaben bist. Aber warum bin ich jetzt hier unten in der Arena? Willst du Hunde auf mich hetzen? Ich will, dass du mit mir ordentlich sprichst. Was ist die Bühne, die du haben willst? Nun, vielleicht nicht die Bühne, die ich haben will, aber die Bühne, die ich bekomme. So ist es. Offensichtlich soll ich mich schnell fassen. Gut, wir brauchen jemanden wie dich. Einen Kapitän wie dich. Du hast... schon nach der Niederlage vor Frigaius, dem Alemphanischen Reich, einen großen Dienst erfüllt. Wir bitten dich, dem ganzen Kontinent einen Dienst zu erfüllen, indem du mit der Glutherz und Schiffe des Bundes der Schwarzen Schlange mit in die blutige See segelst und dich dem Erzpaktierer dort widmest. Kapitän Darion, ja. Ja, der abtrünnige Paligan.
Tja, auch er hat mir ein Bündnis vorgeschlagen. Bah, wirklich? Das, also, bei allem Respekt, aber du hast doch keinen Augenblick drüber nachgedacht, dich dem wirklich anzuschließen. Zumindest war ich da. Du warst auf der Planenbringer, auf seiner Dämonenarche? Hast mit dem Paktierer verhandelt? Namenlose Tage, vor ein paar Monaten. Bei den Geisterklippen und dem Bohrenrad. Und dann werde ich dich wohl danach fragen wollen, was dein Eindruck war. Willst du dich dem wirklich anschließen? Oder willst du auf der richtigen Seite stehen? Sonst wäre ich nicht hier, oder? Meinst du wirklich, dass meine Seite die richtige ist? Ich glaube, dass nur ein Narr sich Palligan anschließen würde und sich Narren täuschen lassen, dass seine Seite wirklich gewinnen könnte. Ich glaube, dass sie nur Narren gegen ihn kämpfen. Und das sagte man auch über den schwarzen Drachen, der oben im Norden gewütet hat. Über den schwarzen Magier Galotta, der seine eigene Dämonenstadt hatte und mit einer fliegenden Festung übers Mittelreich geflogen sind. Und jene Narren, die diesen Kampf gewagt haben, haben auch diesen Kampf gewonnen. Warum sollte das bei Palligan nicht dasselbe sein? Du kannst nicht gegen die See ziehen, Junge. Er ist die See. Wir ziehen nie gegen die See. Und er ist nicht die See. Er ist jener, der die See verpesten will. Du warst an der Ostküste. Du hast die See gesehen, die er sein eigen nennt. Willst du wirklich das alles, die blauen Meere, die Stürme aufgeben für das, was er See nennt? Tja, das möchte ich nicht, aber es ist schon zu spät.